Gürtelrose, Herpes, Genitalherpes, wie kann man das behandeln? Das kann man behandeln mit CDL. Viele Ärzte kriegen es nicht unterrichtet, wissen es deswegen wohl nicht. Jedenfalls steht es so in dem Buch Gesundheit verboten von Andreas Kalker. Erstmal will ich sagen, hier sind sehr viele Nebengeräusche. Lasst es mir in den Kommentaren wissen, weil hier fahren Boote rum. Ich bin auf der Arbeit, aber ich schaffe es einfach sonst auch keine Videos zu machen im Moment. Deshalb müssen wir halt leider hier drehen jetzt und die Videos auf TikTok hier erstmal hochladen. Auf jeden Fall über die Sommerzeit und im Winter dann wie gewohnt wieder zu Hause. Macht das Plus-Mac, wenn ihr mehr über Naturheilung wissen wollt und vergessene Medizin. So, los geht's. Also erstmal, was ist eine Gürtelrose? Ja, das sind kleine Bläschen, die auftreten meistens im Bereich der Lippen oder auch im Genitalbereich, kann aber auch im Nacken, an der Schulter sein, am Bauch, an der Hüfte. Diese Herpesbläschen können halt immer auftreten. Die sind erstmal sehr, sehr unangenehm. Erst brennen sie, tun weh, dann juckt es und dann streut das Jucken. Also wie kann man das behandeln? Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. So, ich werde erstmal jetzt was vorlesen, und zwar ein Zeugenbericht über Gürtelrose. Ich fange mal hier an. Ich ging zum Arzt und er sagte mir, dass es sich um eine atopische Dermatitis handelte. Am nächsten Tag hatte ich gereizte Hautbläschen auf der Brust, am Hals, am rechten Ohr, am Vorder- und am Hinterkopf. Eine Ärztin stellte die Diagnose Herpes Zoster. Sie sagte mir, es gibt keine Heilung. Man könnte die Krankheit nur mit Virostatika eindämmen. Sie sei auch noch besorgt, dass ich eventuell eine Hirnhautentzündung hätte. Nun begann ich mit der Einnahme von MMS, CDL 6 Tropfen alle 2 Stunden, 4 bis 5 Mal am Tag, und ich sprühte CDS 4 bis 5 Mal täglich auf die Haut auf. In der Nacht konnte ich wegen der starken Schmerzen gar nicht schlafen. Am nächsten Tag hatte ich sehr schlimme Schmerzen von innen nach außen an der Haut, und ich spürte ein grauenhaftes Brennen, sodass ich sogar Jesus anflehte, meinen Schmerz zu lindern, um mich zu heilen. Und bereits am selben Nachmittag spürte ich komplette Linderung und die Bläschen fingen an zu trocknen und ich war geheilt. Klingt fast wie ein Wunder, ist aber nicht so. Ein Bericht hier noch dazu über Genitalherpes. Ich habe 47 Jahre lang diesen verheerenden, schmerzhaften Virus gelebt. Nach der Behandlung mit CDS über einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten ist mein Genitalherpes vollständig abgeheilt. Seit dieser Behandlung sind bereits 18 Monate vergangen und ich habe keinerlei Anzeichen mehr über den HSV2-Virus. Früher hatte ich pünktlich wie eine Uhr alle 2 Monate diese Krankheitsattacke. Meine Geschichte der Heilung meiner Krankheit ist zu lang für einen Zeugenbericht. Darum habe ich sie in einem 5-seitigen Dokument niedergeschrieben. Für alle, die das wissen wollen, könnt ihr diesen Link aufrufen. Ich halte ihn mal in die Kamera, dann könnt ihr den ja vielleicht abtippen, wenn ihr Pause macht. Gut, also die übliche Behandlung wäre jetzt Protokoll Fallanwendung C, CDS oder Protokoll B mit Z, Zapper in Kombination mit dem Protokoll D für dermatologisch. Also so lange wie nötig auf die Haut auftragen. In wiederkehrenden Fällen empfiehlt sich auch das Protokoll P zu einer Entwurmung des Körpers. Also das Protokoll C weiß ich, weil ich habe das selber gemacht. Protokoll C ist halt 10 Milliliter von dieser Chlor, die mit Dioxid, ja, so heißt das irgendwie, ne, Lösung in eine Flasche mit 1,5 Liter Wasser und dann einfach über den Tag verteilt trinken. Und das über mehrere Monate, Protokoll C. Allerdings, bevor ihr irgendetwas macht, ich gebe hier keine Heilaussage, ich gebe hier auch keinerlei ärztlichen Tipp, immer Arzt, Apotheker fragen vorher, das kennt ihr schon, kauft euch dieses Buch von Andreas Kalker, kommt bei mir auf Telegram, da gibt es auch noch den ganzen harten Scheiß, da findet ihr auch Leute, die davon was erzählen, da kommen auch die Sachen, die ich hier bei TikTok nicht reinpacken kann, weil sie meine Videos zum Beispiel über Krebstherapien, über Krebs, Heilung, Ernährungsumstellung immer löschen. Also das ist nicht lange hier bei TikTok. Das ist die Wahrheit und die Wahrheit tut den Menschen weh. Gut, erstmal danke, dass ihr da wart. Schreibt mal in die Kommentare, ob das so geht mit den ganzen Moving Heads, die Lüfter. Das ist ein bisschen laut, die Nebengeräusche mit dem Boot. Aber leider geht es nicht anders, weil ich es abends einfach nicht schaffe dann. Ne? Okay, Freunde, nächste Video folgt. Bleibt am Kanal, macht das Plus weg, wenn es euch weiterhin interessiert. Und kommt auf meinen Telegram-Kanal, weil da kriegt ihr den richtig harten Stoff. Also Freunde, bleibt dran. Ciao, ciao. Ach so, eine Sache noch. Ihr könnt das CDL auch direkt auf die Gürtelrose aufsprühen. 0,3%ige Lösung könnt ihr bestellen. Am besten entweder bei Herrn Kalker selber auf der Webseite oder bei, da weiß ich gar nicht, ob der Robert Franz das auch hat. Dann könnt ihr das einfach in ein Pumpfläschchen tun und direkt auf die Bläschen sprühen. Ihr könnt es auch mit DMSO behandeln, auch auf die Bläschen sprühen. Aber erfahrungstechnisch, wenn du DMSO drauf sprühst auf diese Herpesbläschen, bekommst du einen unheimlich starken, juckenden Juckreiz, also der auch wirklich streut. Deswegen kann man machen,
oder unterstützend machen, ne? Dass ihr dann auf jeden Fall, das habt ihr bei Chlor mit Dioxid zum Beispiel nicht, den Juckreiz, das habt ihr eher bei DMSO. Ne? Also, das wollte ich noch sagen. Ciao, ciao.